Ja moin, so, ich bin wieder da. Ob der Kevin jetzt auch da ist, weiß ich nicht. Ich werde mal kurz uns wieder zuschalten und dann gucken wir mal. Na, Kevin da? Nein, Kevin ist für kleine Astronauten gegangen. Dann haben wir mal wieder ein bisschen... Hä? Wo ist mein Pickstep eigentlich geblieben? Okay, eigentlich müsste ich noch eine Pickstep-Platte irgendwo haben. Das wisst ihr noch, ne? Ich mache jetzt mal Folgendes. Was hat das eigentlich drauf, das Schwert? Bane of Anthropods. Ja, Looting wäre eigentlich besser. So, ich werde mal kurz töten gehen. Denn ich brauche unbedingt... Digga! Boah. Ich muss hier gleich noch mal runter. Ich muss gleich hier noch mal runter, um die ganze, um das ganze Loot zu holen. Stopp, Schwein. Ja, ich werde mal kurz hier hochbauen. Oh, jetzt wird garantiert ein Huhn. Ah, eins haut mindestens ab. Ja, du Stück. Komm her, komm her, komm her. Du kriegst mit der Axt. Du kriegst mit der Axt. Auf jeden Fall. So, ich muss dann noch mal runter gleich. Eigentlich, dass ich jetzt die Samen verfüttert habe. Also hier ver... kompostiert habe ich eigentlich gar nicht gut, meine Güte. So, ah, da haben wir noch einen gerade mal. So, soll ich jetzt, ach ja, das da rein, das da rein. Huch, ja, ganz schöne Menge Zeugs. Ich habe eigentlich schon Eier ohne Ende. Leute, ich habe Eier ohne Ende. Ist ja Wahnsinn. Ich müsste... Weißt du was? Die Steine... Die Steine packe ich erstmal hier rein. Ich weiß, das ist komplett... ja, das ist... Das brauche ich eigentlich auch noch. Das, das, das. Also das ist jetzt totales Chaos, hier ist klar, ne? Aber... Da kann ich nun auch nichts dafür. Ja, wer denn sonst? Tja. So, da haben wir rote Nether Slabs. Rote Nether Slabs. Ja, okay. Schaut mal, die Warzen sind schon wieder gewachsen. Ist ja unglaublich. Ich pack mal die eine Warze hier mal rein. So, jetzt aber schnell nach oben, damit ich... mir möglichst noch das Loot da unten rausholen kann und hier vorne das tote Huhn. Hier war ein totes Huhn irgendwo. Ja, genau. Alter! Will ich mal Folgendes machen. Einfach mal... Mehr Eier brauche ich auf keinen Fall. Na, kommt noch eins mit? Nö. Aha. Ich war schneller. Alter, guck dir das an, wie viele tote Hühner in meinem Inventar vor sich hin oxidieren. So. Boah.
So. Ich hoffe, das ist hier heute eine halbwegs unterhaltsame Sitzung für euch. Also für euch da draußen. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen angemüdet, weil ich letzte Nacht kaum geschlafen habe. Ich habe die ganze Zeit mit Kollegen versucht, mein Hogwarts Legacy wieder zum Laufen zu kriegen. Also, ja, der Spielstand lädt nicht mehr. Also, sobald ich den Spielstand laden will, stürzt Hogwarts Legacy mal eben ab. Das Phänomen scheint nicht ganz unbekannt zu sein, scheint aber eher selten zu sein. Hört sich komisch an, ist es auch. Alter Schwede, so viel Fraß. Ich will hier mal kurz gucken, so wie das denn hier aussieht. Ja, hier möchte ich eigentlich einiges reinbauen. Und hier vorne ist was ganz Besonderes geplant. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade noch gedacht, ob ich vielleicht irgendwie mal ein bisschen Bergbau an den Start kriege. Also, ja, das mit dem Futter hier, das wird einigermaßen problematisch, denn ich kann das gar nicht braten. Ich kriege das nicht gebraten, das Zeug. Es ist einfach zu viel. Es ist fucking zu viel. Ja, die Truhen, also ich will die ganze Wand hier vorne eigentlich zu einem Stein und Erd Ding machen. So, Pfeile habe ich noch genug auf Tasche. Ja, ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich uns mal ein paar Dorfbewohner hier auf die Insel hole. Okay. Hier haben wir noch Deep Slate Tiles, die könnten wir mal verbauen. Und, ja. Gehen wir schlafen. Aber wo ist meine Pickstep Disc? Wenn ich die verschmissen habe, dann bin ich echt, dann bin ich echt sauer auf mich. So. Ja, dann gehen wir doch mal an unser ältestes Gebäude auf der Insel. Ja, das sollte hier wahrscheinlich nicht so sein. So. Ja, bauen wir einfach mal so rundherum. Wie meinte Kevin mal, das ist Jump-and-Run-Bautechnik oder so, sagte er mal, als ich... Ich glaube, da hatte er ein paar alte Folgen von mir geguckt, wo ich das Arcane-Institut in Honkheim im Singleplayer gebaut habe. Ja, schon so viel passiert. So. Emo an mich selbst, mit Rauchen aufhören. Ja, das Dumme daran, dass ich eigentlich immer noch rauche, ist, dass ich es eigentlich gar nicht nötig habe, weil ich habe das nicht so wie andere, dass ich Schweißausbrüche bekomme, wenn ich nicht rauche. Ich habe das, glaube ich, schon mal, also ich weiß nicht, ob ich es hier im Multiplayer gesagt habe, aber im Singleplayer habe ich es auf jeden Fall schon mal gesagt. Rauchen ist für mich eigentlich eher so Daumenlutschen für Erwachsene, ne? Also, ist so. Ja, ich mache das dann doch so, dass ich hier... ja. Wir holen uns noch ein paar. Ja. So wird heute auch noch ein bisschen was auf Honky Island fertig. Und vielleicht kriegen wir so auch mal die Truhen irgendwie ein bisschen zumindest aufgeräumt. Cobble Deep Slate. Oh, so viel. Weißt du was? Dann bauen wir das alles jetzt weg.
Entschuldigung, ist so. Basalt. Wie sieht ein Basalt nochmal aus? Mal sehen. Ja, gar nicht so schlecht, ne? Also, okay, es ist kein schöner Baustoff. Aber man könnte ihn unter Umständen für Gehwege oder so benutzen. Wo ist denn der Basalt jetzt hin? Habe ich den aufgehoben? Ja, muss ich eigentlich. Wo ist der Basalt? Da, genau. Florian. Moin. Ja. Gute Verrichtung gehabt. mir ist gerade eingefallen. Scheiße, bin ich denn noch auf dem Server? Ach, zum Glück habe ich mich abgemeldet. Oh. Ja, das kann schlimme Folgen haben, ne? Nur weißt du. Also. Mhm. Ich erinnere da nur an solche Dinge, wie dass ich in die Luft gesprengt wurde oder umgebracht wurde und Herr Kittenkurm da dann mit Tobi zusammen meine Klamotten retten musste. Na, da war doch mal was. Ja. Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Es wäre doch die absolute Frechheit von Mojang, wenn sie hergehen würden und der Amboss, der nutzt sich ja ab, ne? Jetzt stell dir vor, sie machen das gleiche mit dem Stonecutter. Autsch. Da würde ich rebellieren. So. Weil ich bei mir sind japanische Schriftzeichen. Japanische Schriftzeichen? Yes. I explained it. Kevin hat schon wieder, wie nennt man das? Twilight Zone. Aha. Ich kann es jetzt nicht sehen. Der Splash-Slogan. Mhm. Ja, das kann schon mal passieren. Kann man mal machen. Mondzukunft joined the game. User has joined your channel. Gut. Wo ist das eigentlich her? Ich habe das öfter so bei Multiplayer von Kollegen gesehen oder gehört, dass wenn irgendwie halt Leute in den Chat reingekommen sind, dass dann irgendwie so eine Stimme kam, so User has joined your channel. User has left your channel. Was ist das? Ist das Teamspeak? Das ist oder? Einfach nur, ja, das ist Teamspeak. Du bekommst halt eine Nachricht, dass, oder Benachrichtigung. Dass ja, ich weiß, worum es geht, aber ich habe mich jetzt über die Software gefragt. Das ist dann Teamspeak oder wie? Weil ich habe immer gedacht, das wäre Discord und wunderte mich dann, warum ist das hier nicht, ne? Also. Naja. Ach, Nico, moin. Ja. Ja. Ist gut, dass wir einen neuen Server mit einer neuen IP haben, nicht wahr, Kevin? Entschuldigung, Nico. Entschuldigung, Nico, aber ja. So. Das wird wahrscheinlich ausgeblendet. Ja. Gut. Warum habe ich eigentlich keine... Mir ist das egal, also das war jetzt einfach nur salopp gesagt. Weil du tust ja solche Sachen immer vernünftigerweise ausblenden. Ja. So, werde ich auch. Also, ich werde ganz genau gucken, was wir hier besprochen haben. Wahrscheinlich so gerade mit dem Augenrollen, so nach dem Motto, ja. Ich wollte eigentlich erklären, bla bla bla, nein. Nee, ist egal. okay. No sweat. Ich baue gerade an der ältesten Struktur meiner Insel hier weiter, nämlich dem Turm auf der einen Seite. Hier sollen ja noch mehr Türme drauf. Und warum habe ich jetzt keine Spruce Slabs mitgenommen? Das kann mir niemand sagen. Wenn ich denn überhaupt welche habe. Spruce Slabs. Ja, ich versuche gerade einen Discord-Glitch nachzumachen. So. Sieht hier sehr. Ich habe so viel Food. Aus, aber es ist noch nicht so viel Food. Food.
Also wenn du, falls du Futter brauchen solltest irgendwann, falls dir irgendwann dein Futter ausgehen sollte, sag einfach mal Bescheid. Ach ja, da müsste meine Futterfarm, wollte ich schon sagen, meine Farm, was? Meine Futter, ausgehen. Und da achte ich schon, außer so ein Idiot, ich weiß immer noch nicht, ich glaube, das war, ich meine ein Creeper oder so, den ich nicht bemerkt habe, oder so. Nee, auf einmal war da einfach mal ein Stück Zaun weg und meine halbe Kühe waren in der ganzen Weide verteilt. Ja. Ach, das war ja neulich auch so lustig, ne? Ich denke neulich so von wegen, also es ist ja so, ich habe den Leuten ja ganz klar gesagt, den Zuschauern, so, ihr könnt auch auf alten Videos kommentieren, ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort auf eure Kommentare. Ich werde ja immer von YouTube drauf aufmerksam, naja, meistens. Manchmal macht mich YouTube auch auf neue Kommentare, also auf neue Videos nicht aufmerksam. Ja, das kennen wir ja inzwischen gut. Nee, aber normalerweise kriege ich ja von YouTube eine Benachrichtigung, wenn neue Kommentare sind, auch auf alten Videos. Also so alt das Video auch ist, ich kriege eine Benachrichtigung. So, und neulich bekomme ich eine Benachrichtigung, dass auf, ich glaube, irgendwas um Folge 20 oder Folge 30 von meinem Singleplayer Minecraft Let's Play ein Kommentar ist. Und dort macht mich doch tatsächlich ein neuer Zuschauer darauf aufmerksam, dass ich vermeiden könnte, dass meine Truhen in die Luft gesprengt werden von einem Creeper, indem ich die Truhen ins Haus reinbringe. Das sagt er mir nach 3-4 Jahren. Schreibt er so einen Kommentar drunter. Das erinnert mich irgendwie an die ersten 200 Folge von Gronkh irgendwie so, da baut ihr mal ein Bett in Minecraft. Das kann ich mir nicht antun. Ja, nee, aber also ich find's gut, wenn Leute irgendwie, wenn sie jetzt auf alte Videos kommen und sie kommentieren da nochmal. Ich find das gut, ne? Aber dass sie nicht kapieren, dass ich werde doch nicht in meine alte Welt zurückgehen, weißt du? Natürlich lade ich jetzt meine alte Welt und ich hab's ja irgendwie, ich glaube, 5 Folgen später habe ich es ja gemacht, dass ich die Truhen ins Haus reingebracht habe. Das hatte nur zu diesem Zeitpunkt für mich noch keine Priorität. Ist natürlich doof, wenn dir dann die Hütte in die Luft gesprengt wird, ist klar. Aber nee, also manchmal zweifle ich an der Menschheit, wenn ich solche Logik dann mitbekomme. So. Ja. Nee, ich hab dann auch sowas geschrieben, so eher nett, so nach dem Motto, wäre schön, wenn du das damals kommentiert hättest, dann hätte es mir vielleicht geholfen. Ja. Was kann sein, wenn du mein Neverportal benutzt für meine Burg, dann wirst du erstmal mit, hast du da erstmal so ein Gänseblümchen oder so. Ich habe eins ins Portal geworfen. Schlafen oder schlafen oder nicht? Das ist die Frage. Ich mach's. Ja, ich hab jetzt hier auf dem Turm auch ein Bett. So. Jetzt frage ich mich, wie hoch mache ich den Turm hier eigentlich? Das kann mir jetzt auch niemand beantworten. Ach ja, ich habe ja neulich mal wieder mein Chroma Hills Lieblingstexture Pack reingemacht, ne? Testweise, ne? Und da ist mir aufgefallen, wie hässlich das Teil eigentlich ist im Vergleich zum jetzigen Vanilla Texture Pack. Damals war ja das Vanilla Texture Pack von Minecraft war ja damals noch so grottenhässlich, dass man einfach überhaupt gar keine Wahl hatte, als ein eigenes Texture Pack reinzukloppen. Ne? Aber heute. Wie zum Beispiel den Never wieder damals ausgesehen hat. Oh ja. Ja, aber damals hatte man. Also wenn ich so sehe, da sind wir wieder bei Gronkh, als er angefangen hat mit Minecraft, ne, er hat ja nun die ersten Versionen quasi mitgemacht, ne, wie da die Bäume aussahen. Digga, war das hässlich. Das Ich bin gerade vom Turm gesprungen aus Versehen. Ja, Sollst du noch keinen Selbstmord bringen, genau. Nee, ich wollte einfach nur mal der alten Sportart Turm springen. Frönen. Ne, wollte ich eigentlich nicht, weil das ist jetzt ein Unfall gewesen. So ich mache etwas auf meinem Berg, das wird dir 1000 Fragen aufkommen lassen. Ja, ich wollte ja eigentlich schon lange bei dir sein jetzt mal. Das
passt so, weil. Weil ich hab dich vorbereiten. Ich hab die lang schon nimmer gesehen. Das ist mal klar. Aber keine Sorge, mein Charakter ist immer noch kein Bart gewachsen. Ah! Du hast aber immer noch dein schönes Cape, ne? Ja, genau. Ey, da muss ich mal mich ausziehen. Du willst dich von mir ausziehen? Besser nicht, Digga. Das geht mal gar nicht. Ach ja. Wie ein Busfahrer mal sagte, Striptease. Mach ich dann. Striptease, ja. Das könnte mein Vater sein, weißt du? Mein Vater ist ja auch berühmt berüchtigt dafür gewesen, dass er als treuer Deutscher hat er ja immer englische Sachen als deutsch ausgesprochen, so zum Beispiel AC/DC als Icy Dicey und Marilyn Monroe hieß für ihn Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Kurze Frage, bevor wir noch geilere Kalauer raushauen, nimmst du auf? Ich nehme auf. Nee, seit 21 Minuten schon wieder. Ich glaube, ich war auf dem Porzellanthron, als du dich angekündigt hast. Ja. Warum habe ich hier verrottetes Fleisch? Kann mir auch keiner erzählen. Nö, faul ich ja von innen heraus. Natürlicher Prozess.